Hier haben wir sie also. Bratwurst, Currywurst, okay, das ist halt, da bin ich, also da wäre ich halt raus, so juckt mich jetzt. Currywurst ist halt so ein Ding, was mich einfach nicht anspricht. Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Ja, Bruder Max war in Berlin. Ich glaube, er war sogar mit, hat sich mit Eli getroffen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, ob das in dem Video ist oder ob ein Video kommt, wo Eli ihm seine Food-Hotspots zeigt. So oder so. Berlin ist, würde ich sagen, in Deutschland die Hauptstadt, was Essen angeht. Also muss man einfach mal neidlos anerkennen. Ich finde, wenn man das beste Essen des Landes finden möchte, dann muss man nach Berlin. Ich schätze mal, es ist dieser eine Burger, dieser Smash-Burger dabei, eventuell ein Donutladen, aber der ist nicht auf dem Thumbnail. Irgendeine Currywurst haben wir, dönermäßig. Boah, ich wüsste nicht, welcher Döner jetzt, Pamphylia vielleicht? Mal gucken. Freunde, ein großartiger Tag erwartet uns. Wir werden uns durch ganz Berlin essen bei den vielleicht besten Läden der Stadt. Und als allererstes müssen wir frühstücken und darf... Ich muss mal sagen, was ich an Max-Videos einfach am meisten feier. Schau mal, das Video geht 13 Minuten. Ich weiß nicht, wie viele Food-Hotspots wir in dem Video sehen müssen, aber Max schafft es halt immer, so einen entspannten Vibe in die Videos zu bringen und dennoch viel Content in einem Ding, aber dann auch nicht zu Stress. Also ist sehr nicer Vibe immer. Dafür gehen wir zu Brecky 44. Los geht's. Foodspots. Let's go, der Hase. Brecky. Ist das so ein Foodspot? Was kostet ein Kaffee? Ein Flat White 3,90. Boah, ich liebe ja frühstücken gehen. Also schauen wir uns mal die Karte an. Charakteristisch sind hier die Egg-Sandwiches. In einem Brioche-Brot, gefüllt mit was auch immer man möchte. Zwischen 7 und 10 Euro, also relativ fairpreislich. Auf jeden Fall ein guter Ort, um seinen Tag zu starten. Wir schauen uns erstmal um, dann bestellen wir uns was Leckeres und lassen es uns gut gehen. Aber das ist, da wird es mir schon vergehen. Also Kaffee aus einer Glas trinken ist bei mir immer maximal abtören. Sieht sehr gut aus. Oh, da wird man wach, oder? Flat White. Boah, Junge, was ist das denn für... Ach du... Es sieht wirklich wunderschön aus. So soft scrambled eggs liebe ich ja. Ne, so ein ganz weiches Rührei, Bacon dazu, Briochebrot. Das kann nur lecker sein. Das ist richtig gesund, ne? Und ich habe ganz hohe Erwartungen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es so gut aussehen würde. Ich habe natürlich wie immer die Spots in der Stadt, in der ich mich nicht so gut auskenne. Teils selbst ausgewählt, teils über Empfehlung. Aber ich gebe mir immer große Mühe. Deshalb bin ich mir sicher, alles, was heute kommt, kann sich wirklich sehen lassen. Aber vor allem, hier, let's go. Das ist so gut. Ich habe ja die ganze Zeit schon an Eggslut in L.A. gedacht. So der Laden, der so Egg-Sandwiches macht zum Frühstück. Die Eier mit so Butter aufgeschlagen. Ist auch so ein leichtes Sriracha-Mayo dabei. Das Bun selbst, unfassbar buttrig, sehr wolkig. Also es schmeckt wirklich unglaublich gut. Durch die Bank, alles hittet, alles verschmilzt. Unfassbar weich, lecker, fluffig. Es ist richtig, richtig gut. Also richtig, richtig, richtig gut. Wenn ich erleben würde, ich würde das ständig essen, kein Spaß. Also danach kann ich mir vorstellen, ist jetzt nicht das leichteste Frühstück, kannst danach jetzt wahrscheinlich keinen Marathon laufen, aber es geht dir gut, das ist Comfortfood. Das an einem Sonntag und der Tag wird perfekt. Im Bett liegen, chillen, beste Leben. Sehr, sehr krass. Hätte ich nicht gedacht und ich habe sogar noch eins zu probieren. Garlic und Bacon. Knoblauch und Bacon zum Frühstück. Dann endet der Tag, bevor er angefangen hat, aber wir probieren das Ganze. Boah, Alter. Digga, ich hab sowas noch nie. Sind wir hier bei einem Video von Evanjo oder von Max? Ich weiß nicht. Nie gesehen, so mit diesen fetten Brioches. Was mich ernst gerade wundert, wie weich die sind. Mhm. Aber mir ist halt das Ding, ich frühstücke halt gern lieber süß als salzig. Also ich bin da echt so ein süßer Typ. Gerade Frühstück in 80% der Fälle, 90% der Fälle ist bei mir süß. Guter Tag. Wirklich unglaublich gut. Eine echte 10 von 10 von Herzen. Lari testet heute die veganen Spots. Mhm. Bist du auch zufrieden? Unnormal. Für so ein Avocado-Brot ist das echt nochmal ein bisschen was anderes als das, was man kennt. Kaffee wirklich auch sehr gut. Eine Sache, finde ich, sticht noch heraus. Ich habe nach den Top-Food-Spots gefragt. Und so viele Leute haben mir ein Frühstückslokal geschickt. Es waren keine anderen Frühstückslokal da, sondern das. Deshalb, das spricht für sich. 44 Brecky, absoluter Win. Ab zum nächsten Spot. Willkommen zum zweiten Spot. Wir stehen vor Konopkes Imbiss. Konopkes Imbiss? Okay, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Hier haben wir sie also.
Bratwurst, Currywurst, okay, das ist halt, da bin ich, also da wäre ich halt raus, so juck mich jetzt. Currywurst ist halt so ein Ding, was mich einfach nicht anspricht. Eine schwierige Frage. Welche Currywurst zeigt man in Berlin? Weil Berliner Currywurst ist natürlich fast so bekannt wie Berlin selbst. Und unsere Wahl ist auf Knopke gefallen. Ilja, ein Freund aus Berlin, Ur-Berliner, ne, hat gesagt, hier muss ich hin, das ist original. Direkt unter den Bahngleisen und man sieht auch die Schlange, gibt ihm recht. Hier sind auf jeden Fall einige Leute, die aussehen, als wüssten sie, wo es eine gute Currywurst gibt. Und hier haben wir sie. Also, sieht nicht nach viel aus, aber ich hoffe, sie schmeckt nach viel. Was ich sehr interessant finde, du kannst hier nicht auswählen, willst du scharf, willst du atomscharf, willst du Erdnusssoße. Nein, du kriegst einfach eine Currywurst. Kannst du normal nehmen, kannst du vegan nehmen. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Die Haut außenrum sieht schon so ein bisschen knusprig. Komm, überanalysieren nicht. Wir lassen den Geschmack entscheiden. Das ist halt eine geile Currywurst, ne? Also ich glaube, mehr muss es auch nicht sein. Curry 36, klar, keine Frage. Kenne ich auch, hatte ich auch überlegt. Das ist halt so weniger so ein Tipp. Deshalb sind wir hier gelandet. Die Currywurst schmeckt super gut. Die Soße ist auch sehr lecker. So, die Wurst ist knackig, super soft innen drin. Ich muss euch nicht viel erzählen, was eine gute Currywurst ausmacht. Aber wenn ihr in Berlin eine Currywurst essen wollt, seid ihr hier auf jeden Fall an einer guten Adresse. Außenrum fahren die Bahn, der Verkehr. Es ist hektisch. Am besten isst einfach im Stehen. Schnell, zack, zack. Auf einem Hauseweg irgendwie. Pommes-Test, auch genau wie sie sein müssen. Wir probieren auch nochmal schnell die vegane Variante. Also, Chat, wer von euch isst Currywurst? Seid ihr da dabei? Eins im Chat für alle Currywurst-Fans. Das wäre mir jetzt, vielleicht ist da so der Fitness-Typ in mir zu sehr drin, aber das wäre mir jetzt zu ungesund so für das, was es ist, muss ich sagen. So, das wäre jetzt so ein, so, ich wüsste nicht, wann ich mir das gönnen würde, so eine Currywurst. Vielleicht wirklich, wenn ich mal auf einem Fußballspiel gehe oder sowas, ins Stadion und ein Bierchen trinke und mir dann dazu quasi was Passendes rein gönnen möchte. Oder man ist besoffen und kommt vom Feiern nach Hause, aber sonst jetzt so, wüsste ich keine Situation im Alltag, wo ich jetzt sage, ja Mann, jetzt haue ich mir eine Currywurst mit Pommes rein. Da würde ich mir einfach lieber, also einfach einen Döner holen, wo ich halt noch so ein bisschen irgendwas, was anderes als einfach nur so was fettig-salziges habe. Keine Ahnung, aber ist Geschmackssache, ne? Ich hatte auch schon, als ich jünger war, viele Currywürste. Kann auch sein, dass das, so ich würde mir jetzt denken, ja, es ist kein Grünzeug dabei, kein gar nichts, ist einfach nur so, dafür haut sich jetzt vom Geschmack ja nicht so um, weißt du, da würde ich mir lieber Baklava oder irgendwie sowas rein, wo ich so richtig so voll den Overload bekomme. Variante. Boah, sehr gelungen ist die Haut an der veganen Version, weil die echt knusprig ist. Innen drin auch lecker. Also hier ist für jeden was dabei. Es sind schon einige Currywurst-Fans hier. Krasses Ding. Aber das ist bei uns einfach in Bayern halt, also gerade in München, gar kein Ding. Ich wüsste, glaube ich, also das gibt's hier nicht, Currywurst bei uns. Vielleicht kannst du die Läden, die Currywurst anbieten, in München eine Hand abzählen. Aber das ist halt einfach hier nicht das Ding. Deswegen bin ich da wahrscheinlich einfach anders groß geworden. Hier gibt's eine gute Berliner Currywurst. Knopke, wisst ihr Bescheid. Wir gehen zum nächsten Spot. Der ist gar nicht weit von hier. Nächster Spot, Shiso Burger, mein persönlicher Favorit. Und warum? Das sehen wir jetzt. Los geht's. Shiso. Ah, den habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Shiso, wo habe ich das nicht letztens, war da nicht Holle mal? Oder irgendwo habe ich das letztens erst gesehen? Shiso Burger. Das kommt mir so bekannt vor. Oder gibt's den auch in anderen Städten? Finde ich gut, dass du Currywurst mit Baklava vergleichst. Ja, wenn, das wäre jetzt für mich so Gönnungsfood, weißt du? Das kannst du ja nicht jeden Tag essen, also außer man ernährt sich halt voll ungesund. Aber das wäre jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, okay gut, ich will jetzt was Ungesundes essen und ich habe jetzt Bock auf eine Gönnung, dann würde bei mir nie im Leben Currywurst reinfallen. Dann würde ich lieber noch einen Burger essen gehen oder einen Döner oder wenn ich was Süßes esse, was richtig süß ist, ein Cookie oder ich weiß es nicht. Boah. Dankeschön. Jetzt sitzen wir also und es gibt für mich nur einen Burger, den ich hier bestelle. Ich habe Shiso Burger zufällig entdeckt vor 5 Jahren oder so, als ich mal in Berlin war. Und ich habe einen Bulgogi Burger bestellt. Und ich schwöre euch, als ich damals in Berlin war, ich war ganz allein. Wie alt war ich da? Ich war über 18 oder 19 oder so. Und ich bin 4 Tage lang jeden Tag zu Shiso Burger gegangen. Ich meine es komplett ernst. Ich bin komplett hängen geblieben auf diesem Burger. Und jedes Mal schmeckt er mir wieder genauso gut. Und was ihn so besonders macht, zeige ich euch jetzt gleich. Endlich ist es soweit. Oh, ist das so ein Burger, der mit diesem, ist das japanisch oder dieses Bun, wie heißt das denn? Allein dieser Duft, der aufsteigt, das hat was in mir ausgelöst. Also wirklich, das war so vor allen Food-Videos. Ah, deswegen, da war Ada auch und hat 11 Burger gegessen, deswegen. Oh, warte mal, jetzt sind es gerade zu 4 gekommen. Die Hunde sind da. Okay, Balu. Hey. Hey. Ja, hallo. Hallo, du süße Maus. Zuki, du bist auch da. Ja, hallo. Hallo Suki! Und auch der kleine Balu, ja! So süß, ja! Die zwei sind süß, Mann! So rasten die beiden immer aus, wenn sie einen sehen. Die haben mich jetzt
drei Tage nicht gesehen oder so, ich weiß es nicht. Der ist nicht normal. Wir haben hier ein gedämpftes Bun mit schwarzen Sesamkörnern, welches super weich ist, unbeschreiblich. Innen drin haben wir das Bulgogi Beef, also diese Rinderstreifen. Oben rote Soße, die so sehr pikant ist. Ein bisschen Blattspinat, Cheddar ist dabei und leicht Sriracha Mayo, so eine gelbliche Soße. Das ist wirklich... Das ist der einzige Spot, der von mir ist. Ohne Berliner zu sein, kann ich sagen, dass das hier eine der besten Sachen ist, die man in Berlin essen kann. Ich glaube, es gibt Shiso-Burger auch in Hamburg, aber diese Art von Burger ist halt nicht so populär. So, ich weiß nicht, ob die das erfunden haben oder ob es das noch woanders gibt. Er sieht halt auch wirklich schon super aus, ne? Ich gehe jetzt rein und danach muss Eric probieren, weil ich will wissen, was er dazu sagt. Ist wirklich so lecker. Echt? Ich liebe diesen Burger. Ich habe auch jeden, den ich mag, der mit mir in Berlin war, habe ich hierher gebracht. Sogar Ilja, den mag ich zwar nicht. Aber sogar Ilja ist ja Berliner und ich habe dich auch zu Shiso gebracht. Erinnerst du dich? Ja, sehr lecker. Sehr lecker. Deswegen hast du auch zwei Burger bestellt. Die beste Beschreibung ist Umami. Die Röstaromen beim Bulgogi, auch diese rote Soße, die so kräftig schmeckt. Dann dieses Bun, was quasi während man es einfach nur hält, so zusammenschmilzt. Es ist unglaublich. Eric, gib ihm. Das sind große Töne, die du gerade verloren hast. Also wirklich, du hast das auch noch nicht gegessen? Nein. Boah. Wie intensiv das schmeckt, ich finde es wirklich krank. Das Einzige, was er mit einem Burger zu tun hat, ist, dass das das Brot und Fleisch ist. Ja. Aber alles andere, diese ganzen Geschmacksrichtungen, hast du noch nie in einem Burger geschmeckt. Ja. Aber die sind genau richtig da drin. Guck mal, wie saftig das ist. Unnormal. Unnormal lecker. Habe ich zu viel versprochen? Noch einen bitte. Ich bin der Manager von Just in Deutschland. Das schmeckt. Das war Shiso Burger, mein persönlicher Favorite in Berlin. Aber es gibt einen, den nennen sehr, sehr viele andere als ihren Favoriten. Und ihr habt ihn mir so oft geschickt. Ich weiß, zweiter Burger, das ist ja kein klassischer Burger. Wir fahren jetzt zu Goldie. Goldies, ja. Smash Burger. Geil, dass er das auch so eingeladen hat mit den Spots. Und hier sind wir jetzt. Wir haben Glück, dass ein Dienstag ist. Ich glaube, der Laden ist so im Hype, dass man sonst eigentlich immer warten muss. Jetzt gerade zum Glück nicht. Es spricht vieles dafür, dass es hier ein richtig guter Burger ist. Nicht nur die Meinung von Holle, von Lukas, von vielen anderen. Die benutzen amerikanische Buns, Martin's Potato Roll. Sehr, sehr geil. Machen die Patties so super dünn, super schön gesmashed. Ich liebe ja Smashburger, mache sie häufig für mich selbst. Und habe noch nie so einen richtig guten in Deutschland in einem Restaurant gegessen. Meine große Hoffnung, ich weiß, zweiter Burger-Spot, aber der andere war was ganz anderes. Und ich musste euch einfach beide zeigen. Deshalb gucken wir mal rein. Der ist halt so richtig McDonald's-Style gemacht quasi. Ich glaube, deren Motto ist McDonald's in super Premium-Qualität. Wo hast du deinen besten Burger? American Burger Bar hier in München, würde ich sagen. Ich habe mir wie so oft nicht viel angeschaut. Boah, Alter, das Fleisch schaut aber auch mal wirklich knusprig, musprig aus. Sieht krass aus. Es sieht sehr, sehr krass aus. Das perfekte Brownie sieht sehr, sehr gut aus. Der Käse schmilzt so ins Patty rein, so wie man es kennt, wie man es liebt. Ist auf jeden Fall so ein Burger, von dem man mehrere essen kann. Also ich finde schon mal, dass man sich die Mühe macht und diese amerikanischen Buns importiert. Dickes Plus. Der beste Burger, den ich bisher gegessen habe, war wahrscheinlich der bei Burger She Wrote in Los Angeles. Sehr, sehr krass. Sieht dem ganz ähnlich. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Der schaut auch insane aus, Alter. Ich gehe einfach direkt rein. Komm, let's go. Wow. Wie viel macht der richtig? Sehr viel. Der vegane Burger ist auch unnormal krank. Ja? Ja, wirklich, schmeckt überhaupt nicht vegan. Bester veganer Burger, den ich hatte, ja. Ich habe einen guten Vergleich, weil ich habe mehrmals in der letzten Woche auch für den TikTok letztens Oklahoma Onion Burgers gemacht, die so ganz dünn gesmashed und ich bin auch der Meinung, dass ich ganz gute Smashburger zu Hause hinbekomme. Das hat aber nochmal ein anderes Level, also deren Grill wird einfach heißer, kontinuierlich heiß. So die Kruste, die das Fleisch bekommt, ist Killer. Das ist ein Burger, den man so nicht bekommt. Ich weiß zumindest keinen anderen Ort in Deutschland, wo man den einfach so bestellen kann. Ganz kurz für Leute, die Smashburger nicht kennen. Dieser Burger macht alles richtig, was ein Smashburger machen soll. Der verschmilzt so zu einem. Wenn man so Fastfood, so Junkfood denkt, dann denkt man an sowas. Sehr krasser Burger. Vielleicht der beste, den ich hier in Deutschland gegessen habe. Absolut verdient hier in dieser Liste. Shoutout an die Jungs, die ihn alle schon getestet haben. Weiter geht's zum letzten Spot mit einer weiteren Sache, die nicht fehlen darf in Berlin. Ihr habt vielleicht schon eine Idee. Was kommt jetzt? Natürlich darf ein Döner nicht fehlen.
Ah, Rührei im Gemüse. Okay, das, da war ich ja auch. Das ist ja Elispot. Oh, wann ist er denn da, dass da so wenig los ist? Als ich da war, Bruder, da war Katastrophe. Also das war richtiger Upturn, dass ich da 1,5 Stunden warten musste oder 1 Stunde auf den Döner. Ein Berliner Döner, ein Gemüsedöner. Wir sind vor Rührei. Viele kennen den Laden vielleicht von Eli. Er meinte, ey, wenn du nach Berlin kommst, musst du hier mal einen Döner essen. Deshalb machen wir das heute. Ein Berliner Döner muss in der Berliner Foodtour sein. Ich persönlich liebe Berliner Döner. Und deshalb freue ich mich jedes Mal, wenn ich hier bin, einen Döner zu essen. Den möchte ich jetzt testen und nicht nur Eli sagt, dass er gut ist. 4,8 von 5 Sternen aus über 8000 Bewertungen. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ganz klassisch beenden wir den Tag in Berlin mit einem Döner. Normalerweise nach dem Feiern gehen, wir nachdem wir den ganzen Tag gegessen haben. Nee, Mann, bei mir, Bruder, Döner gibt's bei mir wirklich immer. Post-Workout-Meal, ich esse so häufig Döner. Aber ein Döner passt immer. Gehen wir rein und holen uns einen. Rührei Gemüsekebab. Genau da war ich auch, ja. Eine Sache möchte ich noch sagen. Wir haben natürlich verschiedenste Läden, die eigentlich es verdient hätten, aufgenommen zu werden, nicht aufnehmen können, weil es einfach ein absolutes Überangebot in Berlin gibt. Ich hatte auch Eli gefragt, welcher Laden drin sein muss, nach seiner Meinung. Er hat gesagt Grill Royal, so ein Steakhouse, aber das passt einfach nicht mehr in diesen Tag rein. So. Ich wollte unbedingt einen Döner haben, deshalb Grill Royal Empfehlung. Und ein Laden, den ich leider auch nicht testen konnte, ist Orania. In der Nähe von Goldie Smashburger, ein Laden, der eine gehobene Küche bietet. Die Empfehlung war von gleich 2 Sterne Küchen, das 4-Gang-Entenmenü. Nur, dass ihr es mal gehört habt, vielleicht, falls ihr auch sowas Lust habt, ist das was. Geil, dass er das dann aber noch so einbaut quasi. Für euch. Aber jeden Moment kommt jetzt der Döner. Ich freue mich darauf und dann ich schlafe. Schön. Danke dir. Und auf die. Dankeschön. Okay. Im Vorfeld hätte ich vielleicht gesagt, dass das ist, auf das ich mich am meisten freue. Bei den guten Sachen, die wir gegessen haben, kann ich es unmöglich behaupten. Es war wirklich so krank, was wir alles heute hatten, aber ein Berliner Döner setzt allem die Krone auf. Wie gesagt, Rührei, ich setze große Stücke darauf, vertraue auf Elis Worte. Ich habe auch zum Beispiel von Shirin David Superhahn, also ihren Lieblingsdöner, mal getestet. Ist auch ein Gemüsedöner, auch sehr, sehr krass. Ich persönlich habe früher, ich weiß nicht, ob der immer noch gut ist, hier in Berlin immer Döner 44 in Kreuzberg gegessen, war auch sehr, sehr krank. Aber ja, ich merke schon, das Brot ist knusprig, schön mit Sesam oben drauf. Let's go. Ich weiß nicht mehr, was ich dem gegeben habe, als ich den probiert habe. Ich glaube, bei mir war das so eine 8,3 oder so. Jakob würde mich wieder haten. Jakob. Oder 8,5? Ist ja Kölner, geborener Kölner. Aber es gibt keine vergleichbaren Döner in Köln. So, es gibt Berliner Döner, sind einfach die Macht, Alter. Brötchen knusprig, die Soßen, Knoblauchsoße, beste Leben. Und das Fleisch, es gibt hier nur Hähnchenfleisch, ist sehr, sehr saftig. 5,80 Euro ist, glaube ich, mittlerweile auch. Bruder, 5,80 Euro ist endgünstig. Ein relativ normaler Dönerpreis geworden. Ich tue mich mittlerweile echt schwer, immer über Preise zu reden, weil Inflation, so, da will ich einfach nicht drüber urteilen. Die Gastronomen machen da schon, was sie für richtig halten. Ich habe gerade ein bisschen Minze dabei. So diese Gemüsevariation im Gemüsekebab ist auch sehr, sehr gelungen. Ich habe den ganzen Tag gegessen. Eigentlich dürfte ich keinen Hunger mehr haben und ich bin auch nicht mehr so hungrig. Aber es schmeckt trotzdem krass gut. Ich bin nicht derjenige, um zu beurteilen, ob das der beste Döner in Berlin ist. Ich weiß, dass es ein sehr krasser Döner ist. Ich glaube, das waren auch sehr krasse Foodspots. 5 an der Zahl. Ein paar Empfehlungen habe ich noch gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Chillig, Digi, muss ich sagen. Also, was ich auf jeden Fall mal noch testen möchte, ist Goldies, weil das einfach, ich jetzt schon so häufig gesehen habe, gehört habe, dass der so geil sein soll. Den würde ich auf jeden Fall probieren. Und so ein Frühstücksspot, also auch, das hat mich jetzt nicht so angelacht, wenn die noch was Süßes hätten und ein gutes Frühstück machen. Die Currywurst würde mich auch nicht so jucken. So einen Burger würde ich vielleicht auch mal probieren. Das sah schon auch ganz nice aus. Ich glaube, das gibt's auch in München. Warte mal, ich schau mal kurz nach. Shiso war das, ne? Locations. Berlin, Hamburg. Perfekt, dann habe ich mich da irgendwie vertan. Aber es gibt, ich meine, dass es solche Burger auch in München gibt, aber nur von einem anderen Anbieter. Und den Namen habe ich gelesen bei Ada, der da seine 10 Burger verdrückt hat. Krass, Mann. Krasses Ding.